Ende Januar. Für Jens und mich geht es noch mal eine Woche ins Jagdrevier in die Eifel. Wild ist einiges da und vielleicht ergibt sich noch eine Gelegenheit auf einen passenden Hirsch oder einen reifen Widder. Aus dem Gegenhang konnten wir die Hirsche auf dem freien Feld sehen. Aber wo sie jetzt sind, wissen wir noch nicht. Das ist kein Achter. Nee. Oder? Sieht zu dick aus. Ich komme da noch hinterher. Vielleicht habe ich die eben auch nicht gesehen. Stück sind da. Ja. Den linken sehe ich mit der Kamera, aber ich kann den nicht ansprechen. Das zieht jetzt nach rechts. Die entscheidenden Sekunden. Manchmal kommt man einfach zu spät. War nochmal spannend. Ja, auf jeden Fall. Konntest du die denn ansprechen? Also auf der Wiese stand auch für mich aus wie so eine große Zähne oder so. Ja, das ist die. Ja, dieser Stiefelknechtverschnitt. Ah, okay. Also wir hatten eben noch vier Rehe vor, auf dem Weg zur Hirsche quasi, zu den Hirschen. Mal gucken, ob die jetzt noch da stehen. Weiblich ist dabei, jetzt versuchen wir das zu kriegen. Und tatsächlich, als wir zurückkommen, stehen die Rehe noch da. Das ist auf jeden Fall weiblich. So, mehrere Stück. Sind das drei oder zwei? Ich glaube, ich sehe drei. Bin. Ja, das sind drei. Die werden wild. Ich würde sagen, da
gehen wir doch lieber. Nach den Hufels gucken wir uns. Ja, wenn die jetzt hier unten passend stehen würden, könnte man ja schießen, aber da, dahinter ist ein Weg. Ist nicht gut. Das Kugelfang ist auch Nachbarrevier. Ja, das tun wir dir nicht an. Nee. Das ist einer der Nachbarn, den wir mögen, also. Ist auch. Muss man auch schätzen. Ja. Hier ist aktuell das Wetter gefällt mir eigentlich gar nicht gemuffelt. Nachdem hier die Bühne leer ist, begeben wir uns in einen anderen Revierteil. Und auch dort ist das Wild auf den Läufen. Klar, aber das ist schon echt rutschig. Wir sind eigentlich schon auf dem Weg zur Jagdhütte, als wir plötzlich sehr unerwarteten Anblick haben. Hm? Da ist ein Abschlussrisch dabei. Nein. Doch. Aber nur nicht schießen. Dahinter steht ein Rotwild. Mit einem Hirsch. Morgens um 10 auf der freien Fläche. Ich weiß es nicht. Könnte der Hirsch passen? Nein, das ist ja wieder ein Hirsch. Scheiße. Kenne ich. Stand in der Brummt auch hier. Alter, was ein Anblick, ey. Ich glaub's nicht. Da ist leider kein Spießer dabei. Nee, das ist doch nicht zu glauben. Heute ist echt gut Bewegung hier. Haben sie Wind bekommen oder so? Das ist toll. Ja, Traumanblick. Das steht immer so schön. Ich fühle mich wie ein Ungarn. Wir haben die einfach vorher gar nicht gesehen. Heute Morgen. Unfassbar. Ja, vor allen Dingen, wir pushen ja, wir sind ja hier dran vorbeigefahren. Wir haben das Auto ja hundertprozentig gesehen, so haben sich halt nicht gestört. Ne? Ja. Wir machen hier nichts aus dem Auto, pushen hier zurück, dann sehen wir die Hirsche hier noch gerade irgendwie abspringen.
Der eine Hirsch war dabei, den wir hier schon im Berg bei der Brunft gesehen haben. Ja? Der hat sich rechts fast alles abgebrochen schon, ja. Ah. Dann stehe ich hier oben so rum, denke ich auch. Drehe ich mich mal um. Stehen immer noch da. Digga, was ist denn da los? Ja, ich ging ganz langsam. Naja. Ganz gemütlich, ziehe die jetzt runter ins Loch. Traumhaft. Unglaublich. Ich dachte erst, was drehst du dich so hektisch um? Und dann gucke ich darüber, ich so, oha. Dass die uns nicht mit, also. Ja. Ja, das war meine Morgenpirsch. Ja. Jetzt aber wirklich auf die Hütte, ne? Ja, weiß nie, ne? Ja. Am Abend geht es für uns natürlich wieder raus ins Revier. Jens. Ja? Was ist deine Einschätzung für heute Abend? Ja, wird schon irgendwas drumherum kommen, glaube ich, aber. Drumrum oder rum? Drumrum. Ich weiß es noch nicht genau. Geht mein Bestes. Ja. Film wird auch schon mal, was. Film auch mal was Schönes. Ja, mag ich. Bald man's halt. Bald man's halt. Abend geht's mal. Auf den Ansitz. Die Morgenpirsch war ja Wahnsinn eigentlich. Also was wir alles gesehen haben, und wir haben ja sogar noch mehr gesehen, als wir gefilmt haben. Wir hatten noch ein paar Hirsche vor im Bestand aus dem Auto. Die haben uns dann natürlich mitbekommen, waren dann weg. Aber wir wissen auf jeden Fall, Bild ist jetzt da. Und deswegen gehe ich jetzt mal an so eine ganz schöne Stelle, wo man so ein bisschen in den Wald schauen kann, aber auch auf die Wiesen. Und ich hoffe, dass da jetzt auch schon so ein bisschen früher was lang zieht und ich was sehen werde. Ich bin gespannt. Nices Plätzchen. So ist der Name dieses Hochsitzes. Bei uns im Revier hat jeder Hochsitz einen eigenen Namen. So kann man sie besser auseinanderhalten. Und jeder weiß gleich, wo wer sitzt. Ja, Freunde, das ist mal ein Platz, oder? Der Hochsitz ist jetzt neu. Den haben wir Ende letzten Jahres gebaut. Ich finde es klasse, man kann richtig schön weit in den Bestand reingucken. Trotzdem hat man hier noch so ein bisschen Wiese neben sich. Und ich glaube, gerade ist richtig gut, weil es ist jetzt heute das erste Mal wieder richtig gutes Wetter seit langem. Und die Sonne knallt hier richtig schön auf diesen Abgrund. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir hier was sehen werden. Also fühlt mich echt schwer wunderwendig. Nach kurzer Zeit bewegt sich etwas im Bestand. Als nach langer Beobachtung klar ist, dass dieses weibliche Stück Rehwild nicht führend ist, entscheide ich mich zum Schuss.
Schmalreh oder ein Ricke. Und ich hatte das Stück jetzt 15 Minuten vor, ganz in Ruhe, hab das auf mich zuziehen lassen. Es war alleine, also definitiv kein Kids dabei so oder so. Und ja, es ist jetzt so nah gekommen und wir müssen noch ein paar Stück schießen. Deswegen habe ich das jetzt heute mitgenommen. Papa hat eben noch gesagt, denkt dran, Jungs, ihr müsst doch noch ein bisschen Rehwild schießen. Ja, ich würde mal sagen, gesagt, getan, gut gezeichnetes Stück. Ich meine, ich habe es auch 20 Meter weiter rechts zusammenbrechen sehen und ist jetzt langsam am Dämmern. Und ich werde das Stück jetzt direkt holen und hier hochziehen, damit wir das gleich schön bergen können. Ja, hat gut gepasst. War zwar eigentlich eher wegen den Widdern oder einem Hirsch hier, aber wenn der Papa sagt, man muss ein bisschen Rehwild schießen, dann macht man das natürlich. Ne? Ich gehe jetzt mal zum Stück. So, da liegt das gute Stück. Mit einem perfekten Schuss. So war auch das Ziel. Ja, Freunde. Also, auch so eine Ricke kann ganz schön schwer werden, wenn man sie so 200 Meter den Hang hochzieht. Aber ich habe es jetzt geschafft. Liegt jetzt hier im Hochsitz. Und jetzt gehe ich zur Hütte das Auto holen und dann sammeln wir die ein. Es hat auch nochmal geknallt, das heißt, ich glaube, ja, jemand hat wahrscheinlich auch noch was geschossen. Freue ich mich, weil wir sind mit ein paar mehr Leuten draus. So, und jetzt geht's. Zurück zur Hütte. Und auch den nächsten Tag wollen Jens und ich nutzen und machen eine kleine Tour durchs Revier. Ja, nächster Versuch. Nächster Versuch, ne? Gucken wir mal, haben heute mal ein bisschen länger geschlafen, als dann gestern Abend noch spät wurde. Aber wie jeder weiß, sind Muffel ziemlich tagaktiv. Und dementsprechend gehen wir jetzt mal gucken, was kommt. Jens Peter und ich sitzen schon, als Jens und seine Freundin sich auf den Weg zum nicen Plätzchen machen. Es ist ein äußerst schöner Januarabend und schon nach kurzer Zeit kommt Rehwild in Anblick.
Wir sind eigentlich guter Dinge, dass die Hirsche bei uns kommen. Doch auf einmal ruft Jens an. Die Hirsche sind am nassen Plätzchen. Sofort machen wir uns auf, um zu den Hirschen zu kommen. Kanzel zu kommen, ist für uns unmöglich. Also pirschen wir in Richtung eines Wechsels, den die Hirsche gerne nehmen. Jens hat die Hirsche immer noch vor, aber wir können nur versuchen, langsam an sie heranzukommen. Doch auf einmal schlagen die Hirsche eine andere Richtung ein. Wo sind sie? Das ist Jagd. Am Ende kann es nicht immer klappen. Und trotzdem waren es sehr spannende letzte Tage des Jagdjahres. Waldmannsheim.